Igman Pig, was zur Hölle soll das bedeuten? Das bedeutet I remember you, und zwar auf Isländisch. Und damit kommen wir schon zu der größten Überraschung, die das Fantasy Filmfest in Köln bisher für uns zu bieten hatte, nämlich I remember you, dieser kleine, aber unglaublich feine Film aus Island. Also herzlich willkommen zu unserem neuen Format FF at FFF, das heißt Filmfabrik at Fantasy Filmfest. Das Fantasy Filmfest ist ein Filmfestival, das Horrorfilme und Geistergeschichten und Science-Fiction-Filme und also den Genrefilm zeigt, teilweise Filme, die nicht im Kino anlaufen werden, teilweise Filme, die erst in ein paar Monaten im Kino anlaufen werden. Und bei Eggman Pig, also bei I Remember You, weiß ich noch gar nicht, ob der Film in Deutschland einen Kinostart bekommen wird. Dieser Film ist so gut, dass man davon ausgehen kann, also ganz locker davon ausgehen kann, dass er einen Blu-ray-Start bekommen sollte. Aber ich gehe mal einen Schritt zurück. Worum geht es überhaupt in diesem Film? Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Also es ist im Prinzip eine sehr klassische skandinavische Krimi-Geschichte, die mit Geister- und Horrorelementen ausgeschmückt wurde. Es geht in erster Linie um einen Psychologen, der vor einigen Jahren seinen Sohn verloren hat. Nicht, weil der Sohn gestorben ist, sondern weil der Sohn spurlos verschwunden ist. Und das war eine ganz große Geschichte in Island und Hunderte haben ihn wirklich ganz lange gesucht. Und es kommt zu einem ganz skurrilen Selbstmordfall in einer Kirche in einem verlassenen, hoppla, sorry, mein Handy, in einer Kirche in einem verlassenen Dorf. Und dort wird eben auch der Psychologe zu Rate gezogen und es offenbart sich, dass diese ganzen Fälle miteinander in Verbindung stehen und dass auch der vermisste Sohn irgendwie in dieser neuen Reihe von Morden oder skurrilen Toden dass da eine Verbindung besteht. Ist ein bisschen schwer zusammenzusetzen, aber das liegt auch daran, dass dieser Film einfach innerhalb seiner etwa 2 Stunden Laufzeit sehr, 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 sehr viel erzählt. Und das ist eine gute Sache, denn dieser Film, man ist ständig am, man sagt im Englischen, it keeps you guessing. Das heißt, man denkt die ganze Zeit als Zuschauer mit und ich war wirklich die ganze Zeit am Mitdenken und die ganze Zeit am Rätseln, wie sich das Ganze am Ende dann zusammenfügt. Und es wäre unheimlich enttäuschend gewesen, wenn sich am Ende nicht alles zusammengefügt hätte. Dieser Film schnürt am Ende aber 2 sehr, sehr unterschiedliche Handlungsstränge auf eine sehr clevere Art und Weise zusammen, dass es einen wirklich nicht loslässt. Die schaurigen Szenen sind wahnsinnig gruselig, dass die Musik und Sounddesign sind wirklich sehr massiv und gigantisch. Das heißt, es gibt sehr, sehr große basslastige Klänge, die so Inception-mäßig oder Shutter Island-mäßig da durch den Film gezogen sind, die aber wirklich ganz viel zur Atmosphäre beitragen. Also es ist in keiner Weise billig. Das liegt einfach daran, dass die Skandinavier es immer wieder drauf haben, so die tiefsten Abgründe der Menschheit in ihre Krimis und ihre Thriller zu packen. Und hier ist das wirklich auch wieder so. Es ist ein sehr berührender Film. Es ist ein toll gespielter Film, weil gerade der Protagonist, dieser Psychologe, von dem ich sprach, der Freyr, so heißt er, dass der wirklich eine unglaubliche Sympathiefigur ist, also ein großer Sympathieträger. Und dieser Film war eine waschechte Überraschung, weil er wirklich reinhaut, weil er diese, also wer zum Beispiel The Killing gesehen hat, diese US-amerikanische Serie, die basiert auf einer skandinavischen Serie, die ist vom Ganzen, von ihrer Tonalität her, diesem Film eben sehr ähnlich, nur dass eben hier noch ein richtig großes Horrorgeisterelement beigefügt wurde. Dieser Film war für uns drei von der Filmfabrik eine ganz, ganz große Überraschung, weil wir nicht erwartet haben, dass aus Island ein so grandioser Film kommt. Ich habe es ehrlich gesagt schon vermutet, weil irgendwie aus Island die ganze Zeit nur großartige Kunst kommt und dieser Film ist eben auch ein Teil davon. In Island ist dieser Film bereits im Mai angelaufen. Dieser Film basiert auf einem isländischen Roman, der in Island hoch erfolgreich war oder allgemein im skandinavischen Raum. Und dieser Film ist auch gerade in Island wirklich Thema Nummer 1 und alle feiern den Film. Und jetzt verstehen wir auch tatsächlich, warum. Wir haben ehrlich gesagt gerade noch keine Informationen darüber, ob dieser Film einen Kinostart bekommen wird. Und wenn er auf Blu-ray rauskommt, werde ich ihn mir auf jeden Fall holen und noch einmal angucken. Wie gesagt, wenn man diesen Film gucken möchte, wenn man sich überlegt, ob das was für einen ist, muss man wissen, dass dieser Film eben auch etwas langsam ist und eine sehr sterile und kalte Atmosphäre hat. Das muss man wissen. Es ist jetzt kein klassischer Hollywood-Mainstream-Film, der mit Comic Relief arbeitet und mit warmen Bildern und vielen Farben. Nein, es ist ein entsättigter Look. Es geht um die Abgründe der Menschheit. Das heißt, es geht die ganze Zeit um sehr schwere Gefühle. Wir haben nur sehr wenig Comic Relief. Der Psychologe reißt zwar hin und wieder einen Witz, aber man merkt auch ganz schnell, wie
unglaublich zerrissen diese Figur eigentlich ist und hochinteressant und einfach super gut geschrieben ist auch, welche Figurenentwicklung dieser Psychologe, der Protagonist, durchmacht. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Dieser Film hat mich sehr überrascht und deswegen möchte ich dem Film auch 9 von 10 Punkten geben. Man muss halt nur wissen, worauf man sich einlässt, denn ich weiß auch ganz genau, dass viele sagen werden, oh, dieser Film war sowas von eine Schlaftablette. Wenn man diesem Film aber eine Chance gibt und sich auf dieses gesamte Puzzle einlässt, was es zur Hölle ist mit diesem Selbstmord, es auf sich hat und wie das spurlose Verschwinden des Jungen da hineinspielt, der wird mit diesem Film tatsächlich ganz große Freude haben. Also ich glaube, es wird viele überraschen, wie gut sie diesen Film finden werden. Jonas, was sagst du zu dem Film? Grandios. Grandios? Ich habe ihm eine 1 gegeben beim Fantasy-Filmfest. Okay, also wir hatten so Bewerbungszettel, die man ausfüllen musste und Jonas hat dem Film eine volle Punktzahl gegeben. Ich nicht, die zweithöchste, gebe ihm 9 von 10 Punkten. Aber wirklich ganz, ganz großartiger Film und den solltet ihr euch ansehen, sobald er auf Blu-ray erscheint. Und vielleicht kommt er ja tatsächlich im Kino. Ich werde das auf jeden Fall nochmal genauer verfolgen in den nächsten Monaten. Ich hoffe es zumindest, dann werde ich ihn nämlich nochmal im Kino ansehen. Und ihr solltet jetzt, apropos ansehen, die Videos der Filmfabrik ansehen. Was für eine geniale Überleitung. Zum Beispiel die anderen Videos des Formats FF@FFF, also Filmfabrik at Fantasy Filmfest. Die findet ihr einmal hier. Und da haben wir tolle Filme bewertet, wie zum Beispiel Raw und Sicilian Ghost Story und The Crucifixion und Jungle und Colossal und so weiter und so fort. Checkt das unbedingt mal aus. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr uns auf unseren Social Media Accounts abonniert. Und bis zum nächsten Mal hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.